Das sehe ich nicht so, Abelmir. Ich denke, der Mutzelnden Drachentöter kann sich in offensiven Kampf sicherlich mit einer Eiche anlegen. Vielleicht eine kleine Eiche, aber ich halte das für keine gute Idee. Rafim, du hast noch gar nichts gesagt. Ja, ich kann... Also, ich kann sowohl Diamantes nachvollziehen, mehr Schiffe wären besser, aber Abelmir kennt sich mit der ganzen Geschichte leider deutlich besser aus als ich. Abelmir, haltet ihr die anderen Schiffe für so unhilfreich oder die Arche nur für so mächtig, dass sie einfach vernichtet werden? Nun, es kommt auf die Arche an, die wir gehen. Wenn wir einer größeren Arche etwa 20 bis 40 Schritt Größe begegnen, nutzen uns die beiden Zedraken, Taluken, Schiffe anderer Bauart, die wenig. Es würde uns nur aufhalten. Wir sind wesentlich schneller mit diesem Schiff, als sie jemals sein werden. Und was ist, wenn wir mit Gegenwind eine Arche davon segeln wollen, auch wenn wir sie im Horizont sehen? Wir haben mit der Drachentöter sind wir auf den, mit der Avianta sind wir auf den Wind angewiesen. Mit den zwei anderen fahnischen Schiffen werden von Sklaven gerudert. Und um deutlich mobiler und wetterunabhängiger. Ja, und das würde uns das helfen? Aber sie sind eigentlich langsamer. Das heißt, wenn wir verfolgt würden, würde die Arche sich zuerst die Alanfana schnappen? Vermutlich, ja. Auf Dauer sind sie langsamer. Ei. Aber Sklaven können eine Rammgeschwindigkeit für eine ganze Weile lang halten. Die können keine Arche entkommen. Auf keinen Fall. Der kann das schon. Ja, dafür sei das Horn da. Können wir denn einer Arche entkommen? Einmal mehr, dachte ich, dafür sei das Horn da. Ja. Sollten wir in die Situation kommen, müssen wir uns auf Efferts Gunst verlassen. Wie gesagt, ich würde nur verschlagen, möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Und ein Schiff erregt weniger Aufmerksamkeit als drei. Zumal unterschiedlichen Konstellationen der Flaggen. Der Beschiffung. Naja, also die Beflaggung könnten wir ja ändern, das wäre ja nicht dramatisch, aber was die Schiffe an sich angeht, gebe ich ihm nicht Unrecht. Ei, eine Schivone bleibt eine Schivone. Weiß egal, was du für eine Flagge an dem Mast hängst. Gut, Kapitän, die Entscheidung liegt euch. Aber sollte es zum Kampfen, hätte ich die Schiffe gerne an unserer Seite. Vor allem, da wir nun das Horn haben. Sollten sie ein oder zwei kleinere Eichen auf uns schicken, können wir das Horn blasen und mit einem Schlag zwei kleine Eichen ausschalten. Das wäre ein großer Gewinn, einer der größten, den wir bisher erreicht hatten. Gegen Palligan. Nun gut. Ich denke, wir werden sie den größten Teil des Weges mitnehmen und sie dann an einem bestimmten Punkt warten lassen. Ich würde sie ungern leichtfertig opfern. Weise Entscheidung. Wo wollt ihr sie denn ankern lassen? Die Entfernung zwischen Rulat und dem Festland ist nicht besonders groß. Wird sich mal, sagt ihr? Wo wollt ihr sie verstecken? Auf offener See? Nun, sie könnten auch kreuzen. Aber ich denke, das ist eine Frage für Diamantis und Kapok? Vielleicht, bevor wir irgendwelche Befehle geben, tüftelt einen Plan aus, wo ein guter Aufenthaltsort für sie wäre und besprecht euch am besten auch mit den Kapitänen, was sie von der Sache halten. Ob sie der Meinung sind, dass sie uns eine Hilfe sein können. Also, sie sollten immer in Reichweite dieses Vogels sein, den Serpentilio schicken kann. Wie weit kann dieser fliegen? Nichts in dieser Sphäre entzieht sich meiner Reichweite, Diamantis. Gut zu wissen. Dann kommt es nur darauf an, wie schnell sie bei uns sein können. In diesem Falle sollte die ja innerhalb weniger Meilen sein. Ich werde mich mit Kapok über die Karten setzen.
Wir melden, sobald wir was haben, Kapitana. Tut das. Vielen Dank. Gut, dann bin nur noch ich übrig in der Liste, oder? Genau. Dann darfst du deine Vorbereitungen treffen. Zulamin würde Rabenmund aufsuchen und ihm erstmal die frohe Kunde bringen, dass wir jetzt die volle Unterstützung des aranischen Königshauses haben und vermutlich in Bälde mehr Nahrung und Baumaterial etc. eintreffen wird. Und würde ihm auch sagen, dass dann hoffentlich auch die Kapazitäten da sind, um auch etwas in den Wiederaufbau der Tempel zu investieren. Klar können wir keine Leute verhungern lassen, um Tempel aufzubauen, aber naja, also Zulamin liegt es auf jeden Fall am Herzen, dass eben nicht nur der Tempel ihrer eigenen Göttin Unterstützung kriegt, sondern auch alle anderen, die es vor Oron in Janka gegeben hat. Und gerade wenn dieser eine Tempel jetzt auch sozusagen einen Geweihten hat, dann ja. Ja, sein Fokus liegt wie gesagt auch nicht auf den Tempeln zurzeit, sondern vor allem erst einmal auf dem Wohl des Volkes. Und danach würde er, bevor er die Tempel aufbaut, auch noch einmal den Hafen verstärken. Denn auch ihm ist selbstverständlich klar, dass die Plagenbringer unaufhaltsam kommt. Selbstverständlich durfte er sich auch in den letzten Tagen mit diesen merkwürdigen Mindergeistern herumschlagen. Das heißt, er weiß, dass da nicht nur eine Flutwelle kommt, sondern mehrere von unterschiedlicher Qualität. Und dafür möchte er den Hafen erst einmal firm machen, bevor er dann auf Tempelneubau geht. Also ganz profaner Aufbau. Nichts, was gerade nach göttlichem schreit. Es sei denn, du möchtest das umdrehen, dann macht er das selbstverständlich, aber das wäre dein Vorschlag. Zulamin priorisiert zwar den Hafen, weil dafür haben wir ja auch Baumaterial zugesichert bekommen, aber trotzdem moderate Hilfe auch für die Tempel. Also keine Ahnung, dass zumindest mal das Dach dicht ist oder 30, so. 30, 70. Ja, so in der Art. Okay, gut. Und dann würde sie sich noch bei ihm erkundigen, wie viele Kapitäne eigentlich gerade da sind und ihm eben sagen, dass es darum geht, eben diesen Bund der Wogen zu schmieden und wer da so da ist und wie viele. Ja, er verweist noch einmal auf seinen Brief, den er dir geschrieben hat und erzählt, dass es 23 Schiffe zurzeit gibt. 3000 Flüchtlinge, 1000 wild entschlossene Helden und dementsprechend könnten all die 23 Schiffe, wenn sie denn repariert sind, besetzt werden. Die Kapitäne haben unterschiedliche Qualität, aber die würden dann auch aufbrechen, wenn du sie wohin schicken möchtest, egal wohin. Aber das sind eben jetzt zurzeit alles Festumer Flüchtlinge, Valusaner und wenige Ilsurer. Okay, also 23 Kapitäne, aber jetzt keine großen Namen. Also gut, der Zwergenkapitän ist ragt ein bisschen heraus. Richtig, mit seinem Schiff auch, da ragt er heraus. Wie gesagt, du hast auch die ein oder andere Kaplanen, nicht unbedingt, aber Effortgeweihte, die wurde dir vorgestellt. Aber die Kapitäne sind im Prinzip noch nicht bekannt. Die haben bisher noch nichts irgendwie wirklich vollbracht. Aber die würden bei einer Ansprache binnen einer Stunde versammelt werden können. Ja, aber ich glaube, dann kommt Zulamin eben im Gespräch mit Rabenmund zu dem Schluss, dass wir mit der großen Ansprache vielleicht noch warten sollen, bis auch so Leute wie Sanin und so mit am Tisch sind. Und davor würde sie ihn einfach anhalten, genau aufzuschreiben, wer die Leute sind, wie viele Schiffe, wie viele Leute und so weiter. Aber das hat er ja eh schon getan. Also falls noch neue dazukommen sollten und so, dass wir einfach auf dem Papier wissen, was wir haben. Ausgezeichnet. Soll Sanin verbleiben in der Stadt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder hier sein, falls er auftaucht? Oder soll Korrespondenz in seine Richtung geschickt werden, wo auch immer er sich aufhält? Lässt er nicht realistischerweise einfach einen Stellvertreter hier? Ein Unterhändler? Das wäre auch eine Option. Also ich würde mir auf jeden Fall nicht anmaßen, Sanin zu sagen, er soll jetzt hier in unserem Hafen herumhocken.
Ich denke, wenn wir was von ihm wollen, dann werden wir ihn selber informieren. Ja, also er war ja vor kurzem hier, hat ja viele, viele Freiwillige eingesammelt. Das macht er immer ganz gerne. Leute, die freiwillig bei ihm rudern, muss er nicht bezahlen und er hat kein Geld. Das ist ja seit Jahren so und er ist zumindest hier, wird er als Held gefeiert. In Pericum sieht das vielleicht ganz anders aus. Aber gerade die Leute aus Ilso zum Beispiel, die wissen halt, dass er sie gerettet hat, und zwar mehrmals. Und dementsprechend sind da eben auch viele von den Ilsuchern bereit, sich ihm anzuschließen, wenn er denn Leute braucht. Also er war schon einmal hier und die geht davon aus, dass er auch höchstwahrscheinlich wieder herkommt. Gut, dann müssen wir nur schauen, dass wir das irgendwie mal so timen, dass wir uns auch treffen. Aber ich glaube, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher sagen, wir sind dann und dann da, weil... Keine Ahnung, es ist ja nicht gesagt, dass wir von Rulat direkt wieder zurückkommen. Vielleicht ergibt sich dann ganz was anderes. Und wir können ja Kontakt zu ihm aufnehmen, das kriegen wir hin. Gut, möchtest du sonst etwas tun? Zulamin möchte vor der Abreise auf jeden Fall noch meditieren. Und würde das mit einer Prophezeienliturgie verbinden. Um vielleicht einen Blick auf diese Harfe zu erhaschen oder, naja, sonst irgendetwas, was uns bei unseren kommenden Abenteuern nützlich sein könnte. Okay, eine Prophezeiung. Ja, und zwar ist Prophezeien eine Grad 1 Liturgie und ein Gebet. Und ich würde das quasi in die Meditation einbinden. Gehen wir mal die Modifikatoren durch. Erleichterung aus geweihtem Boden. Und Grad 1 ist eine plus minus 0. Das heißt, ich würfle das gleiche wie für die Meditation. Das ist ein sehr guter Wurf und es kommen noch 3 drauf. Das sind 21 Punkte, aber ich glaube, für Prophezeien ist das eh nicht so wichtig. Also Zulamin versucht sich, auf diese Harfe einzustimmen. Sie weiß zwar nicht, wie die aussieht, aber sie weiß, wie Harfen aussehen. Und versucht einen Bezug zu dem zu kriegen, was dieser seltsame Elf über das Lied der Winde und diese fehlende Stimme der Harfe in dem Lied gesagt hat. Dabei kommt ihr allerdings immer mal wieder der Stuhl in die Quere. Denn wie sich der Strudel anfühlt, das weiß sie sehr viel besser. Du meditierst und versuchst dich einzustimmen. Du hast immer noch dieses glosende Auge vor deinem geistigen Blick, was deine Konzentration ablenkt. Und versuchst dich aber trotzdem zu konzentrieren. So stark wie es dir möglich ist, hast dich eingestimmt, die Harmonie. Und dann wird alles... sehr warm um dich herum. Du siehst, wie du in einer großen Kaverne stehst. Du siehst eine große... Das muss sie sein. Dieses merkwürdige Instrument, von dem Mendarion gesprochen hat. Ein Salayama. Ein Sippenseeleninstrument von den Hochelfen. Du siehst merkwürdige Schriftarten, die wohl höchstwahrscheinlich nicht nur Isdira, sondern Ashtaria sein müssen, uralt. Und während du dich versuchst zu konzentrieren und diese kunstvoll gefertigte Harfe aus grünen Korallen erblickst mit perlmuttfarbenen Einsätzen, die wird ganz warm ums Herz, du verdrängst den Strudel, da kannst du sehen, wie eine Gestalt den Raum betritt. Die Gestalt ist gekleidet in Schwarz und Rot. Ein alter Mann mit einem stattlichen Bart, den er wohlgeformt nach unten gedreht hat und gezwirbelt. Und du siehst, dass an seinen Fingern... Moment. An seinen 6 Fingern... Er spielt wohl etwas... Du kannst es nicht genau erkennen, was er da in seiner Hand hat, aber... Alleine seine Hand ist schon merkwürdig irritierend und während du nach oben blickst, kannst du sehen, wie er wohl eine Krone trägt. 7 Zacken, die dich erfassen und während du ihn betrachtest und versuchst, die Harmonie wieder, diese Harfe, sie versucht dich wieder zurückzuziehen, dir Liebe und Erinnerung zu schenken, dir dich mit Quellgeistern zu füllen.
Da kannst du seine Stimme hören, wie er spricht. Fast als würde er dich sehen. Ich, Sohn des Nandus und Meister der sieben Höllen, gebiete dir, verklinge. Und verklingen wirst du. Und dann schlägst du die Augen auf deine Kajüte. Du bist im Raya-Tempel? Der Kajüte? Am Raya-Tempel. Der Raya-Tempel ist eiskalt. Du siehst wohl, wie Schnee durch das Dach hindurch rieselt, sich auf deiner Kleidung niedergelassen hat. Und du frierst. Du bist eiskalt. Zulamin saß auf einem Kissen vor der Statue der sich aufbäumenden Stute und er schaut zu der Statue empor, reibt sich mit den Händen die nackten Arme und ringt die Hände, um zu sehen, dass es wieder 5 Finger sind. Denn sie hatte diese 6 Finger auch schon an ihrer eigenen Hand gesehen, damals am Friedhof der Seeschlangen. Und sie schaut empor zum Tempeldach. Lahalkash hatte das doch geflickt. Und überhaupt, wo kommt jetzt der Schnee her? Und dreht sich um und läuft in Richtung Ausgang, wo das Becken ist, in dem sich die Tempelgäste immer erst waschen. Und vermutlich hat sich auch dort eine Eisschicht gebildet. Und da bleibt sie dann erstmal stehen. Und immer wieder flackert vor deinem Auge das Bild. Du bist dir nicht ganz sicher. Mal stehst du im Raya-Tempel, dann stehst du in dieser merkwürdigen Grotte oder Kaverne. Du warst eigentlich der Meinung, dass du wieder zurück warst, dass diese Prophezeiung beendet ist, aber du kommst da nicht raus. Du kannst einen Schneckengang erkennen, der sich vor dir windet. Und du versuchst dann wieder, du konzentrierst dich. Lahalkash, der Tempel, Janka, du hast das wieder aufgebaut. Du streifst den Schnee so ein bisschen von deinen Schultern, blickst dich um und kannst auch dieses Holzpferd sehen, was Rafim dir geschenkt hat, was er damals hier in dem Tempel drapiert hat. Und dann siehst du wieder diesen Schneckengang. Und ja, die Musik ist aus. Du hörst diese Harfe nicht mehr, der Wind hat sich verändert und das, was Mendarion sagte, ist wohl Wirklichkeit geworden. Und dann kannst du den Strudel hören. Der Strudel, wie er aufgeht, aufreißt, aufbürst und die Niederhöllen, die dich verschlucken. Du öffnest die Augen und sitzt im Raya-Tempel. Zulamin sitzt stocksteif da und hat plötzlich eines von diesen Holzpferden in der Hand. Sie hat das nicht in der Hand, als sie angefangen hat zu meditieren, aber jetzt krallen sich ihre Finger um das, damals noch nicht gar so geschickt geschnitzte Pferdchen und holt einmal tief Luft. Danke, Geliebte, dass du mich das hast sehen lassen. Ich bin sicher, es wird uns weiterhelfen. Danke dir. Und ich danke dir für deine Liebe, die stärker ist als die Finsternis. Und sie löst langsam die Finger und stellt das Pferdchen behutsam wieder zu der großen Herde an weiteren Holzpferden, die sich am Fuß der Statue drängen. Wenn du dann mit einem mulmigen Gefühl nach draußen gehst, immer mal wieder die Wände berührst, um dich zu vergewissern, dass du wirklich hier bist, kannst du nach draußen nach Janka treten und hörst etwas. Es ist vielmehr so, dass du etwas nicht hörst. Der Wind hat sich verändert. Du merkst wohl, das war vorher auch schon da, aber du hast es nie so bewusst wahrgenommen. Von Nord-Nordosten, die Richtung, auf die Mendarion vor kurzem mit dem Finger zeigte, dort fehlt etwas. All die anderen Winde sind da, aber dort fehlt etwas, ein Klang. Du kannst ihn fast spüren.
Ja, Zulamins langes schwarzes Haar bewegt sich leicht in der Brise, die vom Meer her weht. Und sie fängt an, schneller zu laufen. Sie will mit diesem Elfen sprechen. Sie weiß nicht, ob er immer noch an Deck ist, aber sie läuft los, denn sie kann keine Sekunde mehr warten. Du findest ihn auf dem Achterdeck, wo er kleine bunte Bändchen an die Reling bindet, die dann im Fahrtwind flattern, wenn ihr dann fahrt. Zulamin wird in, sagen wir mal, angemessenem Abstand langsamer. Sie ist ein bisschen außer Atem und schnauft erstmal durch und tritt dann verhältnismäßig gefasst auf Mendarion zu. Ich spüre es jetzt auch. Das ist schön. Oder nicht, denn jetzt fällt dir ja auf, dass es weg ist. Jetzt kannst du nicht mehr vergessen, dass es weg ist, nicht wahr? Ja, das bringt es auf den Punkt. Ich brauchte ein bisschen Hilfe von meiner Geliebten. Das ist in Ordnung. Nicht jeder hat die sich von selbst darauf einzustimmen. Ich glaube tatsächlich, wir sollten etwas tun. Hab Dank, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass diese Melodie fehlt. Willst du denn nun mitkommen? Will nicht, weil ich traue dem Mann in der schwarzen Robe nicht. Der so übel riecht. Ich habe ihn auch gesehen. Er war es. Er hat gemacht, dass die Harfe nicht mehr klingt. Wirklich? Dann sollten wir ihn fragen. Ich glaube, das geht nicht mehr. Nun, ich will auch nicht, aber er ist doch direkt dort unten. Er zeigt unter Deck. Zulamin sieht dich irritiert an. Was? Dieser übelriechende Mann in der schwarzen Robe. Ich glaube, er mag mich nicht. Oh. Ich glaube nicht, dass er die Harfe wieder anspielen möchte. Ich glaube, er will irgendetwas anderes damit tun. Oh, du meinst Serpentilio. Nein, den meine ich nicht. Ich werde mit den anderen reden und du kannst dich ja noch entscheiden, ob du bleiben oder gehen möchtest. Während du gerade so ein bisschen über die Reling guckst, kannst du sehen, wie der wohl Havulgard ungefähr 20 Meter entfernt steht und sehr mies gelaunt in eure Richtung blickt und gerade dabei ist, mit einem großen Schneidzahn die Bändchen wieder abzumachen, die Mendarion gerade angebunden hat. Ich winke ihr fröhlich zu. Für Mendarion ist das Knoten selbst der Akt, um den es ihm hier geht. So, und wenn sie die wieder abreißt, das ist ihm völlig egal. Er denkt sich, oh cool, sie macht die ab, dann kann ich direkt neue dran nehmen. Der Weg ist das Ziel. Also ich mach das schon seit einer halben Stunde. Weil es ist natürlich cool, wenn die hinterher dran sind und flattern, aber dafür macht das nicht. Hauptsache, sie sind ab. Der Rest interessiert da wohl gar nicht. Irgendwann ist dein Stoff alle. Richtig. Da oben ist es viel angenehmer als direkt am Wasser. Das ist gut. Er zeigt hoch, hoch irgendwo auf den Hauptmast. Das freut mich. Aber ihr seid so langsam mit diesem Ding. Ich verstehe euch nicht. Wenn ihr doch mit diesem Wasser besser umgehen könntet, warum lauft ihr da nicht einfach? Über das Wasser meinst du? Ja. Weit ist das wirklich nicht. Ich stelle mir gerade eine Bahamuts-Rufkampagne vor mit 6 Elfen, die über das Wasser laufen. Ich fürchte, dafür reichen die ASP in Wahrheit nicht, aber pssst. Das ist mir nicht gegeben. Nun, doch, natürlich. Ist ganz einfach. Du musst es nur wollen. Ich wollte es, weißt du? Als ich ein junges Mädchen war, habe ich davon geträumt, eine Magierin zu sein. Aber Mara hat mich nicht beschenkt, sondern war ja. Siehst du, da fängt ja dein Problem an. Du darfst nicht wollen, du willst es nicht, du willst, dass du deinen Mann da dazu zwingen kannst, es zu tun. Es ist etwas anderes.
Nun, ich werde jetzt mit den anderen sprechen. Wegen der Harfe, damit sie Bescheid wissen. Oh ja, sicher doch. Und zu Lumen geht. Melarion knotet, jetzt flechtet er sich so ein Bändchen in die Haare rein. Zumindest wirst du ihn so, glaube ich, vorfinden, wenn er dann irgendwann oben im Hauptmast sitzt und den Seeleuten beim Arbeiten zuschaut. Und ihnen allen halben erklärt, wie viel schöner der Knoten noch wäre, wenn sie hier nochmal Schleife reinmachen würden. Mittlerweile ist es spät in der Nacht, 23. Stunde. Und bevor ich euch ein letztes Mal ins Bett legt, bevor es dann wieder aufgeht, ihr hattet euch vielleicht schon einmal einen guten Nachttee gemacht, der in eurer Kajüte herumsteht. Da könnt ihr noch einmal wieder zusammengerufen werden, ein letztes Mal von Zulamin. Ja, Zulamin hatte kurz Skrupel, ob sie vielleicht jemanden aus dem Schlaf reißt, aber es erschien ihr dann doch zu wichtig. Beziehungsweise sie hat sich gedacht, dass sie jetzt gerade sowieso nicht schlafen kann und das irgendjemandem erzählen muss. Und wenn dann alle eingetroffen sind, verkündet sie, der verdammte Elf hatte recht. Mit was? Inwiefern, was? Meint er? Welcher Elf genau? Da gibt's ja ein paar mehr. Ich kenne nur den einen, also etwas näher. Dieser Mendarion. Er ist übrigens immer noch auf dem Schiff. Meint ihr jetzt mit diesen komischen Bändern? Weil das ist der Elfertgewalt ganz fürchterlich auf den Keks gegangen. Ich habe mich schon gewundert, aber Habulgard scheint es genug zu stören, dass sie um diese Nacht schlafende Zeit noch da draußen ist und die Dinger wieder abmacht. Aber das ist völlig egal. Ich hatte eine Vision. Und in der Vision habe ich die Harfe gesehen. Ich weiß jetzt, wie sie aussieht und dass sie in einer Höhle ist. Ich denke tatsächlich, dass sie immer noch da ist. Wo diese Höhle ist, kann ich euch leider nicht sagen. Aber nun ja, die schlechte Nachricht ist, es war offenbar das Fernschänder persönlich, der sie zum Verstummen gebracht hat.